Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich nicht einschlafe. Ja, hoffentlich störe ich Papa Schlumpf nicht. Pauli! Papa Schlumpf, könnte ich heute Nacht bei dir schlafen? Warum sollte ich denn bei dir eine Ausnahme machen? Hallo, Pauli! Nun, wenn ihr euch sowieso fürchtet, könnt ihr genauso gut euren Spaß dabei haben. Oh ja, Papa Schlumpf! Ich erzähle euch eine Gespenstergeschichte. Aber irgendwo vor ihrem Schlafzimmer wartete der gesichtslose Geist. Gesichtslos? Oh, wie grauenvoll! Plötzlich klopft es an der Tür. Wir sind doch alle hier. Seltsam. Mache nicht auf, Papa Schlumpf. Ah, großer Schlumpf, das bist ja du. Willst du mich nicht reinbitten? Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte, es regnet draußen. Als du das Dorf verlassen hast, war ich noch ein Schlumpfling. Und du warst damals schon ein sehr weiser Schlumpfling. Ich bin nicht überrascht, dass du zum Papa Schlumpf herangewachsen bist. Heiliger Schlumpf, seh doch mal, wie alt er ist. Das nenne ich mal einen Bart. Wer ist das? Das ist der Schlumpf, der früher einmal mein Papa Schlumpf war. Oh, weia, zwei Papa Schlümpfe. Wisst ihr, die Zeit, als ich Papa Schlumpf war, die ist längst vorbei. Ihr dürft mich Opa nennen, wenn ihr das wollt. Opa! Die habe ich extra für dich aufgewärmt, Opa. Ah, dampfende Schlumpfbeeren. Seit 500 Jahren habe ich keine mehr zu essen bekommen. Sag mal, Opi, wo hast du die schönen Stöckchen her? Aus einem fernen Land, meine kleine Sassette. In wie vielen Ländern bist du gewesen, Opi? In vielen. Ich wäre schon früher zurück gewesen, wenn mich nicht ein fürchterlicher Sturm auf eine unentdeckte Insel getrieben hätte. Flatternde Flundern. Warum bist du überhaupt weggegangen, Opi? Ach, wisst ihr, ich wollte um die Welt schlumpfen. Also, wenn ich mich recht erinnere, hattest du doch ganz was Bestimmtes vor, stimmt's, Opa? Tja, also, ich fühle mich auf einmal schrecklich erschöpft, wenn ihr Schlümpfe vielleicht ein bisschen Heu und eine Decke hättet. Kommt nicht in Frage, Opa. Du wirst jetzt in mein Bett gehen. Nun aber los, Schlumpflinge. Es ist schon sehr spät. Aber ich wollte Opi doch noch so furchtbar vieles fragen. Dafür wirst du morgen noch genügend Zeit haben. Ach, wenn das nur wahr wäre, ihr lieben kleinen Schlümpfe. Oh. Ach, das stelle ich mir zu schön vor, all die Jahre um die Welt zu schlumpfen. Jede Wette, Opi ist der glücklichste Schlumpf in unserem Dorf. Ich weiß nicht. Irgendwas ist mit Opa, als wenn ihn was bedrückt. Weißt du noch, was das für eine Mission war, wegen der er weggegangen ist? Nein, aber ich bin sicher, dass er uns gleich morgen früh davon erzählen wird. Oh,
So gut habe ich seit 300 Jahren nicht mehr geschlafen, vielleicht sogar 400. Bestimmt will er mich nach meiner Mission fragen. Was sage ich nur? Was sage ich nur? Opa, bist du schon auf? Und eins und zwei. Und eins und zwei und hallo, Papa. Gymnastik, ne? Na klar, muss mich aufwärmen für meinen Morgenlauf. Ich hab gedacht, bevor die Kleinen aufwachen, könnten wir miteinander reden. Klar, komm doch mit. Das heißt, wenn du mithalten kannst. Ja, ich werde versuchen, was ich kann. Für sein Alter ist er noch ganz schön flink. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber es sieht fast so aus, als wollte er mich abhängen. Ah, da ist er ja. Opa! Opa! Alles in Ordnung, Opa? Ja, klar, Papa. Ich bewundere nur die Aussicht, dass ich das noch mal sehen darf. Das wirst du noch viele Jahre bewundern können. Wenn es doch nur wahr wäre. Da stimmt doch etwas nicht. Wie kommst du denn darauf? Hat das denn was mit deiner Mission zu tun? Bitte, Papa, ich möchte niemanden damit belasten. Anderen zu helfen, ihre Sorgen loszuwerden, ist keine Last, Opa. Gleich habe ich es geschafft, Azrael. So. Das ist Schlumpfhalle 1072. Ich zeichne sie lieber in meine Karte ein. Bald gibt es im Wald keinen Quadratmeter mehr, der sicher ist für diese Azrael. Du bist und bleibst ein verblödeter Flohsack. Halte dich hinter mir. Nur ich weiß, wo die Fallen lauern. Ah! Oh, wie ich diese Schlümpfe hasse! Und das, meine Freunde, ist ein Trick, den ich im Land der Schlangenbeschwörer kennengelernt habe. Schwebende Schwalben! Wie geht das denn? Es bedarf äußerster Konzentration. Hallo, Opa! Ja? Sieh mal, was ich hier habe! Alle 5 Bände von Zitate des Schlaubi Schlumpf. Schlaubi? Obi hat noch nicht einmal das Dorf gesehen. Oh, aber natürlich, ich war im Gedanken. Das hier ist Tortis Haus und Harmonies Haus. Und wer wohnt da? Ja, wer? Du, Opa. Ich? Ja, und wir haben alle Einweihungsgeschenke. Blumen von mir, Vorhänge von Zwirni und Obst von Farmi. Oh, ihr Lieben, das hättet ihr nicht tun sollen. Hey, sogar Baby hat etwas. Baby ist sehr schlau, weißt du? Wir nehmen an, dass Baby irgendwann die Leitung einer völlig neuen Generation von Schlümpfen übernimmt. Ach, wenn ihr nur wüsstet. Es ist furchtbar. Ich kann dieses Geheimnis nicht länger für mich behalten. Aber wie soll ich es Ihnen nur sagen? Ah, der süße Klang des Erfolges. Hilfe, Hilfe! Ich helfe dir schon, du kleines... Was bist du denn für ein Schlumpf? Ein gefangener Schlumpf. Kannst du mich befreien? Sag mal, Kleiner, weißt du denn gar nicht, wer ich bin? Sollte ich das? Klingelt's beim Namen Gargamel in deinem kleinen blauen Köpfchen? Nein, wer bist du? Nun, ich bin der beste Freund der Schlümpfe, ihr Kamerad, ihr guter Kumpel. Schlumpf sei Dank, ich dachte schon, du hättest diese Falle aufgestellt. Ich? Wie kommst du darauf? Wie könnte ich niemals? Ach du großer Schlumpf! Das ist das Werk eines gemeinen, teuflischen Zauberers, aber vielleicht hole ich dich lieber erst bei mir zu Hause raus. Ich meine, falls er vorbeikommt und uns sieht. Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, hier zu sein, Gargamel. Ich möchte Ihnen gerade jetzt nicht begegnen. Das verstehe ich ja nun überhaupt nicht. Ich finde Sie so freundlich, so süß, so goody-goody. Ah, das riecht aber köstlich. Fehlt nur noch eine einzige Zutat. Und was? Du! Lass mich runter, du! Ich bin gespannt, wie alt der Schlumpf schmeckt. Ich hoffe, du bist nicht zu zäh. Hilfe, Hilfe! Autsch! Au! Oh.
schnell, Opa. Gargamel ist kein Freund von uns. Hier geblieben. Ich krieg euch doch. Sie holen auf, schneller. Hier rein. Gekommen bist. Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Meinst du nicht, es wird Zeit, dass du mir erzählst, was dich bedrückt? Vielleicht. Obwohl ich nicht denke, dass das etwas ändern wird. So schlimm wird's doch nicht sein. Oh, und ob? Wir Schlümpfe sind verloren. Was meinst du damit? Als ich das Dorf vor 500 Jahren verließ, war es an der Zeit, den Stein des langen Lebens wieder aufzuladen. Der Stein des langen Lebens? Was ist das? Unser größter Schatz, die eigentliche Lebenskraft der Schlümpfe. Es ist ein Stein zusammengesetzt aus den vier magischen Elementen. Erde, Feuer, Wasser und Luft. Der Stein ist sicher verwahrt in einer festen Kiste, die vor langer Zeit unter dem Dorf vergraben wurde. Alle 1000 Jahre muss der Stein des langen Lebens durch diese vier Elemente neu aufgeladen werden. Oder seine Kräfte lassen nach und die Schlümpfe verschwinden. Ach, du großer Schlumpf. Es ist mir zwar gelungen, die Elemente aufzuspüren, aber ich konnte sie nicht allein mitnehmen. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Bis morgen die Sonne untergeht. So wie sie weg ist, wird es sein, als wenn es die Schlümpfe nie gegeben hätte. Ach, du heiliger Bimban. Wenn ich doch nur früher hätte zurückkommen können. Vielleicht können wir ihn ja doch noch erneuern. Die Zeit ist zu knapp. Die Elemente sind weit weg. An den vier Ecken der Welt. Ich fürchte, unser Schatz ist verloren. Nein, wir müssen ihn retten, unseren Schatz. Ich glaube, mein Freund Omnibus kann uns dabei helfen. Du meinst, wir sind nicht verloren? Wir müssen es versuchen. Gehen wir zurück ins Dorf. So, die Schlümpfe sind also hinter einem wertvollen Schatz her. Diesen Schatz werde ich mir schnappen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wie ich diese Schlümpfe hasse! Seid ruhig und hört erst mal zu, meine kleinen Schlümpfe. Vor 500 Jahren ist Opa zu einer sehr wichtigen Mission aufgebrochen. Einer Mission, die jeden Einzelnen von uns betrifft. Leider war ich nicht in der Lage, sie allein zu bewältigen. Aber gemeinsam können wir es schaffen. Aber natürlich müssen wir zusammenhalten. Natürlich kannst du auf uns zählen, Opa. Ist doch klar wie Kloßbrühe. Was war das überhaupt für eine Mission? Uns bleibt keine Zeit für Erklärungen. Ich sage euch nur, es hat mit langen Reisen in ferne Länder zu tun. Oh! Ferne Länder? Hüpfende Hornkröten, das ist toll. Nur einige von uns kommen mit. Handy wegen seiner handwerklichen Fähigkeiten. Klasse! Hefty wegen seiner Stärke. Gute Wahl! Und Sporty wegen des Proviants. Das soll mir recht sein. Und ich? Kann ich nicht auch mitkommen, Papa Schlumpf? Vielleicht wegen deiner Rattenschwänze? Tut mir leid, kleine Sassette, das ist viel zu gefährlich. Aber egal, auch die, die zurückbleiben, spielen eine wichtige Rolle. Passt auf, irgendwo unter dem Dorf ist eine Kiste vergraben, die ihr gefunden haben müsst, bis wir zurückkommen. Ohne sie können wir unsere Mission nicht beenden. Wo ist sie vergraben? Es ist so lange her und es hat sich seitdem so viel verändert, dass ich mich nicht mehr erinnere. Grabt so lange, bis ihr sie findet. Klingt nach Spaß. Nach Arbeit. Papa Schlumpf, ich könnte mir vorstellen, dass du einem Schlumpf deiner Wahl die Verantwortung übertragen willst. Gute Idee, Schlaubi. Ich übergebe die Verantwortung dir, Schlumpfine. Was? Alles klar, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Handy, Hefty, Torti, ihr kommt mit mir. Aber Papa Schlumpf. Wir müssen bei Tagesanbruch aufbrechen. Und wir müssen bei Tagesanbruch anfangen zu graben. Hol deine Werkzeuge, Schlumpf. Wer macht Schlumpfine? Winselnde Windhunde. Ich würde so gerne mitgehen. Vergiss es, Sassette. Du hast gehört, was Papa Schlumpf gesagt hat. Es ist zu gefährlich. Ich muss einen Weg finden, dass er mich mitnimmt. Muss ich einfach. Danke. Bei Sonnenuntergang sind wir wieder hier. Bis dahin müsst ihr die Kiste gefunden haben. Schlumpfen wir lieber los. Sag mal, hat irgendjemand Sassette gesehen? Au! Sassette! Oh, sieht aus, als hätten wir einen blinden Passagier an Bord. Oh, bitte. Ich möchte so gerne mit. Ich bin auch ganz bestimmt artig. Seht nur, ich hab schon gepackt, alles fertig. Das ist nichts für Schlumpflinge, Sassette. Es gibt auch im Dorf Arbeit, die getan werden muss. Nun los, Federchen, auf zu Omnibus. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hast du es wenigstens versucht? Ja, jetzt geht nichts mehr. Na, vielleicht.
aber schnell an die Arbeit, Schlümpfe. Wir müssen diese Schachtel finden. Schlaubi, Papa Schlumpf hat gesagt, dass ich die Verantwortung habe. Ich bin sicher, er hätte uns beiden die Verantwortung übertragen, wenn er ein bisschen nachgedacht hätte. Nur einen Tag für diese Weitmachreise? Da habt ihr aber nicht viel Zeit. Ich weiß, Omnibus. Aber wenn wir das Wasser, die Erde, den Wind und das Feuer nicht finden, um damit den Stein des langen Lebens aufzuladen, wird es keine Schlümpfe mehr geben. Vorwärts, Azrael, wir wollen kein Wort versäumen. Es ist zu wichtig für uns, als dass wir unsere Zeit verschwenden dürften, Omnibus. Um unseren größten Schatz zu schlumpfen, müssen wir an die vier Ecken der Welt reisen. Ich habe genau den richtigen Zauberspruch für euch. Ach, da sind sie ja. Das waren einmal meine Lieblingsschuhe. Wir sind da, Baby. Psst. Keiner darf wissen, dass wir hier sind. Warte hier draußen, ich komme gleich wieder. Norden, Süden, Osten, Westen, so zu reisen ist am besten. Diese Reise ist gewiss kein Spiel. Drum tragen meine Freunde hier an jedes Ziel. Also, Papa Schlumpf, mit diesen magischen Schuhen könnt ihr in 0, nichts überall hinreisen. Danke, Omnibus, aber wir brauchen nur einen Schuh. Baby ist voll schnell. Baby? Was macht Baby denn hier? Baby, nach Hause! Sofort zurück ins Dorf! Oh, oh. Du hättest uns nicht nachlaufen dürfen. Jetzt los! Also es wird Zeit, dass wir uns auf den Weg machen. Mach gefälligst nur ein bisschen Platz und stell Fuß aus meinem Gesicht. Ruhe da unten! Danke für deine Hilfe, Omnibus. Auch zur ersten Weltecke. Auf Wiedersehen, meine kleinen Freunde. Viel Glück. Ich fürchte, viel Glück wird Ihnen nicht reichen. Ja, vielleicht war das doch keine so gute Idee von mir. Ja. Oh, was für eine Reise! Plötzlich habe ich gar keinen Hunger mehr. Papa Schlumpf, sieh mal da! Oh! Großer Schlumpf, was machst du denn hier, Sassette? Ach, Papi, ich konnte dich doch nicht ohne mich gehen lassen. Was ist, wenn du in der Klemme steckst und nur eine Haarbürste kann dir da raushelfen? Oder du brauchst vielleicht ein Knäuel Schnur oder ein Stück Seife oder ein Paddel? Sassette, du hast dich über meine Anordnungen hinweggesetzt und damit unsere ganze Mission gefährdet. Ich fürchte, ich muss dich deswegen... Nein, nein. Ja? Ich meine mich an einen anderen kleinen Schlumpfling zu erinnern, der einmal ohne Erlaubnis nach Union Bay aufbrach. Das ist... Davon abgesehen haben wir keine Zeit, sie zurückzubringen. Ich glaube, du hast recht. Bleib dicht bei uns, damit du nicht in Schwierigkeiten gerätst. Kriechende Kaunkäfer! Ja, mach ich doch! Da sind sie ja endlich, die Kristallhöhlen. Irgendwo da drin finden wir das erste Element, Wasser. Sieh einer an, die Schlüsselblumenpollen sind alle. Ich muss wieder welche sammeln gehen. Ich dachte schon, Seidetorte verschwindet nie. Jetzt schnappen wir uns den anderen Schuh und folgen unseren Goldgräberschlümpfen in die Welt hinaus. Haha, da ist er ja schon. Ja, ich sage ja immer, wem der Schuh passt, der soll ihn sich auch anziehen. Was zum... Bleib stehen, du dämlicher Latschen. Azrael, halte diesen Stiefel auf. Diese elenden Schlümpfe dachten wohl, sie könnten mir entkommen. Weit gefehlt. Sie werden sich wundern. Los, bring mich an die erste Weltecke, aber sofort. Aus! Aus! Aua! 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 Aua!
Wir müssen ganz leise sein, Sassette. Jedes laute Geräusch kann diese Eisformationen zum Einsturz bringen. Ja, das stimmt. Abgesehen davon, er will nicht gestört werden. Wer ist er? Das ist das alte Väterchen Frost. Horcht, er schläft. Und wir wären auf jeden Fall besser beraten, wenn wir weg wären, wenn er aufwacht. Komm mit. Ist es noch sehr weit, Papa Schlumpf? Das weiß ich auch nicht so genau, Tauti. Ist es noch sehr weit, Opa? Nein, jetzt nicht mehr. Um genau zu sein, es ist gleich um die Ecke. Oder war es um diese Ecke? Komisch, ich kann mich nicht erinnern. Toll, ich wette, Fauschi und Schlaffi würden gern so einen haben. Wer wagt es, Väterchen Frost zu stören? Lauf, meine kleinen Schlümpfe! Aha, Eindringlinge! Hey, wo ist Obi? Ich komm! Ich weiß, warum ihr gekommen seid. Das werdet ihr nie schaffen. Da entlang, meine Kleinen. Wir beeilen euch. Oh nein, ihr entkommt mir nicht. Ja, das wird sie davon abhalten. Jetzt diese kleinen blauen Goldgräber. Sie müssen doch hier irgendwo sein, verflucht. Mami hat recht, an manchen Tagen sollte man zu Hause bleiben. Was ist das? Schlumpfspuren? Ihr Schatz muss da drin sein. Wirklich nett von Ihnen, mich direkt hierher zu lotsen. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Niemals. Sie bewahren Ihren Schatz an einem solchen Ort auf. Kein Wunder, dass Sie blau sind. Oh nein, sieh mal, Azrael, die Schlümpfe. Verdammt, wenn ich Sie nicht befreie, können Sie mich nicht zu Ihrem Schatz führen. Ausgerechnet, ich helfe den Schlümpfen. Demütigend, wenn es nicht wegen des Schatzes wäre, würde ich natürlich aha, nicht... Aha, noch ein Eindringling. Ich weiß, weshalb ihr gekommen seid. Oh, bitte, tu mir nichts. Weißt du, ich war gerade auf dem Weg zur Schlittschuhbahn, als ich mich verlaufen habe. Und nun wird meine Mami zu Hause auf mich warten. Lügner! Komm sofort zurück, du Feigling. Ich denke gar nicht dran, ich verschwinde. Du entkommst mir sowieso nicht.